auf der sechsten Startposition. Das Feld setzt sich momentan in Bewegung und wir führen das Feld an. Der Deco S-Ray mit LG Gas betrieben, denn hier im Transrennsport, da geht man neue Wege, innovative Wege. Man möchte den Umweltgedanken gerecht werden. Der Transrennsport ist der absolute Vorreiter. Das wurde auch von der internationalen Sportbehörde so anerkannt. Wir konzentrieren uns aber jetzt auf die Einzelnen. Lenz, Hahn, Albacete, Anderson, Calvi, Cousin, Hallen, Hahn. Das die ersten 10. Dann folgt Shane Brereton, der dritte, der für Löwenpower an den Start geht, also der Teamkollege in der Teamwertung von einem Lascha Lenz ist auf der 12. Position der Portugiese Jorge Rodriguez. 1200 Gäste, da Steffen Faas, der Deutsche, auf der 13. Startposition für Frankfurt 24 Racing, begrüßen der Scania-Pilot. Da wird in diesem Team wenigen Moment die Farbe, die geht in diesem Moment auf grün. Jetzt werden 1100 PS montagsfrei. Lenz versucht sofort mal in die Mitte der Strecke zu kommen, da geht die Lücke zu. Der Remesh MRN hat noch die Nase vorne. Lenz versucht auf der Seite der Boxenmauer. Das gibt eine ganz enge Geschichte. Jochen Hahn schiebt sich auf der Außenseite dicht heran, der muss aufpassen. Hoffentlich trifft Anders in den richtigen Bremspunkt, damit das Ganze hier sauber über die Bühne geht. Kose, okay, auf der Außenlinie hat versucht und aus der Onboard-Kamera von Sascha Lenz wird hier das Ganze verfolgen. Power 3 gut hier. Jetzt geht's hinein in die AMG-Arena. Vorne der Remesh MRN Norbert Tisch, der hat sich schon mal um 3-4 Wagenlängen abgesetzt. Lenz wird attackieren müssen, den zweitplatzierten Adam Latschko, der ist einen Titel auf seinem Konto hat und so viele Jahre schon mit von der Partie ist. Raus aus der AMG-Arena, der konnte rennt herunter zum Kostenspange. Alles sieht beim Alten geblieben, ganz von schweres Verhalten. Es gab keine einzige Ungereimtheit hier im Startprogramm. Und Kisch hatte den BMW-Brücke, riegelt der Motor ab, dann haben wir die 160 km/h erreicht. Vorne der Remesh MRN. Es bleibt mit der zweiten Position so, dass der Breitliner sich behaupten kann, aber der ist dran. Da weiß natürlich Adam Latschko, was die Stunde geschlagen hat. Aber auch die Verfolger, da sieht der sechsfache Europameister, das ist eben Jochen Hahn. Aus der, nicht hier die Kamera, sondern aus der Drohne einmal in Ruhe anschauen. Die fantastischen Bilder, die wir hier übermittelt bekommen, dafür ein ganz, ganz großes Kompliment. Auf eins ist weg, nur wenn nicht, aber dahinter, da darf man seine Hand nicht für vorherlegen, wie das Ganze ausgeht. Lenz runter, Spätbremsen in die Kurzanlehnung rein, bleibt ziemlich auf der Innenlinie. Jetzt gibt es einen kleinen Röntler Richtung Latschko. Nein, Lenz, der geht ganz fair mit der Konkurrenz um, hat kurz zurückgesteckt, aber hinter ihm, da lauert die Europameisterschaftstitelträger vergangener Jahre, da lauert der sechsfache Europameister und das ist unweigerlich ein Jochen Hahn und in seinem Schlepptau, dort haben wir Antonio Albacete, der ja auch schon 3 Titel auf seinem Konto hat. Hört an, die Antonio Albacete. Jochen Hahn im Knorr-Iveco, Antonio Albacete im MRN für die Mannschaft vom Team T-Sport Bernau unterwegs. Wir haben dann Kalli auf der 5. Schwabenkreis-Iveco, ich stelle hier Hallen auf der 6. No-Touch-Racing-Iveco, ich habe die Kursin auf der 11. Lukas Hahn im Knorr-Iveco auf der 8. Position. Und jetzt seid ihr gleich wieder. Verteidige auf Freunden, kommt heraus. Lass mal die ganze Fernsehkultur konzentrieren sich auf das Leben. Und um das, was sieht denn die Abwehr? Mit Rossi, Rodriguez, Tobi, Chef, Prereton, der auf der 7. Position aktuell unterwegs ist. Darf ihn noch einen einzigen Meisterschaftspunkt auf sein Konto bekommen würde, sollte es so bleiben. Es ist die Triumphfahrt. Ein Mann, den wir ja auch noch in den 7 Jahren hier auf den Nürburgring im Jahr 2013 den ersten Sieg am einbauen können. Die Texte sind dort wohl gewinnen, jetzt ist doch Sonntagnachmittag. Norbert Tisch ist der Sieger im Jahr 2013. Also auch schon ein Sieg aus dem Hause von MRN für die Vierter. Im Jahr 2016 nach seinem zweiten Europameisterschaftstitel umgeschnitten, drauf entgegen, im Jahr 2001.
21 dann Europameister geworden auf MAN. Hier haben wir ihn in der letzten Runde Final Lap noch einmal zu beobachten. Ausgang in die Durchgabe. Hinter ihm dann aber weiter Adam Jasko, der Tscheche im Breitliner. Hinter hier und schon mit da keine Diskussion drüber. Einen tollen, tollen Weltmeister in Anikloriko und Jochen Hahn, der in diesem Jahr mit vieler Regelmäßigkeit bei zweite und dritte Plätze einkehrt. Ein niemals Anleitung im Kampf, wie der Untermeister, das hat Sascha Lenz, den Rock weitergeht. Aber vielleicht ist es ja hier nach dem Jettenstopp in der Bundesvergabe, in Sachen der Europameisterschaft, ein ganz neuer Stand. Es waren 13 Punkte Unterschied zwischen Lenz und Jochen Hahn. Jochen Hahn kommt als dritter zu den 12. Und dann wird er gleich noch auf der zweiten Meisterschaftsposition. Alles wird verändert. Tisch, Lacko, Hahn. Der Fünftplatzierte wird als Team Alter-Lete. Und hier sehen wir eben den Revisch immer ein ganz gutes Bild. Auf der dann hinten muss ich so ganz schnell gestanden. Ich werde es gleich nur anschauen. Hier kann ich jetzt Steffenhahn, Absolutin und der Achte. Das ist Lukas Hahn. Und somit steht er heute Nachmittag in dieser im Rennen um 10 Meisterschaften auf Sohl. Gibt natürlich auch die Sicherheit noch bei Informationen von seinem Vater. Der sich dort dann am besten verhalten sollte, aber ich glaube, das ist man einen Verstandsgehaltsstufen auf dem Weg, den würde er als ein exzellenter Fußballer, der würde auch heute auf den Schuss kommen, der Konzentration genau in der Stadt sein. Wir sind hier in Nassamabad in der Outlet unterwegs, die das Feld hineinbringt dann in